Dann kommen wir mit Blick auf die Uhr, wird es noch wagen, zum Punkt 17.10. Hier geht es um die Aufhebung des Beschlusses P91-21. Dresden soll sicherer Hafen werden. Einreicher ist die CDU-Fraktion. Die kann ihn zunächst uns einbringen. Danach kommen wir zur zweimal Rederechten, die wir vergeben haben. Frau Nicol und Frau Kunert. Und dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Und da haben wir, ich glaube, die Dissidenten sind jetzt dran als Erste. In diesem Sinne, Einbringung jetzt des Antrages, Frau Arnert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürger. Dresden muss ein sicherer Ort sein. Ganz klar für jeden, ob man ihm ansehen kann, dass er hier geboren ist oder ob man das nicht kann. Für jeden, bei dem man hört, ob er hier bei uns geboren ist oder nicht. Für jeden Einzelnen muss Dresden sicher sein. Für Christen, für Juden, für Muslime. Das ist unbestritten und das ist unser gemeinsames Ansinnen. Dresden kann aber nicht unbegrenzt Menschen aufnehmen. Wir haben hier gestern ziemlich stolz nochmal den Weg freigemacht für 50 Sozialwohnungen. Großer Akt, kostet uns viel Geld und wir alle wissen, dass das nicht reichen wird. Wir haben hier gestern gesprochen über die Ansiedlung im Dresdner Norden. Wir reden über Bosch, wir reden über Infineon, wir reden über TCMC, wir reden darüber, was es für große Anforderungen an unsere Stadt stellt, diese Menschen hier alle unterzubringen. Und wir sind uns alle einig und haben es in den letzten Monaten und Jahren erlebt, wie anspruchsvoll es ist, Menschen bei uns zu integrieren, die hierher kommen, weil sie verfolgt sind, weil sie Schutz suchen. Und ohne Frage, wir haben hier eine humanitäre Verpflichtung, die wir als Stadtgesellschaft, die wir in Deutschland, die wir in Europa auch wahrnehmen müssen und wollen. Wir haben hier die Verantwortung für Menschlichkeit und Nächstenliebe. Und genau dazu, sagt unser erster Punkt, geben wir ein ganz klares Bekenntnis, ein ganz klares Bekenntnis zum Recht auf Asyl. Aber um diese Verantwortung, um dieser gerecht zu werden, wird es immer schwieriger. Wir dürfen die Kapazitäten in unserer Stadt nicht überlasten, wenn wir Integration ernst nehmen wollen. Deutschland kann nicht jeden aufnehmen. Wir können das hier bei uns nicht tun, nicht schaffen. Die Stadt ist natürlich verpflichtet und so braucht es Maßgaben. Wir sind verpflichtet, all die aufzunehmen, die über den Königsteiner Schlüssel zu uns geschickt werden. Aber sind wir ehrlich, wir schaffen schon das nicht. Frau Kaufmann hat im letzten Jahr die Bitte geäußert, dass Dresden weniger zugewiesen bekommt, als wir eigentlich in Dresden aufnehmen sollten. Und gleichzeitig, also andere Kommunen, die in andere Landkreise, andere Kommunen, die eben explizit nicht gesagt hat, bitte schickt uns mehr, als wir müssen. Nur Dresden sagt das. Und wir sagen, gibt es doch woanders hin. Wir reden hier über Sachsen. Und genau deshalb sieht auch unser zweiter Punkt nochmal ganz klar vor, das Thema hatten wir heute schon, dass man dafür Sorgen tragen muss, dass die Asylpolitik geordnet läuft, dass Menschen nicht in dieser Fülle unkoordiniert zu uns kommen, dass es eine Begrenzung braucht, dass es Thema Rückführung, das Thema Gott sei Dank, dass es im Moment gibt, dass wir dank auch vehementen Druck und klare Signale jetzt an unseren Außengrenzen auch Kontrollen haben. Und dazu zählt auch, wir haben es gestern hier besprochen, die Frage der Bezahlkarte. Jetzt können wir, das in der Tat auch für uns überraschend, doch diesen Antrag jetzt hier noch beraten. Wir haben aber gestern einen Beschluss gefasst und wir werden den so, wie er ursprünglich im November eingereicht werden sollte, auch heute hier vorlegen, weil perspektivisch muss es ja selbstverständlich in unserem Interesse liegen,
dass es eine gesamtdeutsche Lösung gibt, dass es eine Bundeslösung perspektivisch gibt und dass wir hier als Kommunen nicht wieder im Regen stehen gelassen werden, was wir im Moment an vielen Themen, insbesondere beim Thema Asyl, erleben. Ganz klar, Bezahlpraxis. Und deshalb sieht unser dritter Punkt dieses Ersetzungsantrages aus dem November 2023, den ich Ihnen hiermit vorgestellt habe, auch vor, dass es wichtig und also dass es notwendig ist, den Beschluss, und darauf zielt es ab, dass die Stadt Dresden bereit ist, mehr Geflüchtete aufzunehmen, mehr Menschen, die Schutz suchen, aufzunehmen, als uns über den Schlüssel zugewiesen werden, dass wir diesen Beschluss aufheben. Es gab damals innerhalb dieser Petition und hier im Stadtrat am 3. März 2022 eine Mehrheit für diesen Punkt, für andere Punkte, die haben sich erledigt, aber hier klar festhalten, dieser Beschlusspunkt, und das ist nachweisbar, weil die Stadt ja auch entsprechende Anträge stellt, dieser Beschlusspunkt ist nicht zu erfüllen. Wirkliche Integration wird immer schwieriger. Wir möchten diesen Beschlusspunkt aufheben. Ich bitte hier um Zustimmung. So, damit ist der Antrag eingebracht. Wie ich gehört habe, kann Frau Nicole heute nicht. Insoweit würde das Rederecht nicht stattfinden, oder doch? Frau Nicole hat mir ihren Redebeitrag zugesandt und hat darum gebeten, dass ich ihn doch allen kundtue, würde ich gern tun. Rederecht ist Rederecht und nie verlesen, weil wenn wir das anfangen, man guckt da nochmal, gibt das die Gemeindeordnung? Ja, eigentlich nie. Also das halte ich schon, also ich würde es mal formal machen. In dem Falle würde ich es wirklich formal machen und jetzt das nie. Wer dafür ist, weil wir Rederecht und Rederecht ist Rederecht für mich, wenn das gewünscht ist und von dem Rat akzeptiert wird, dass ein Beitrag verlesen wird, dann will ich das gerne erfüllen. Deswegen würde ich das zur Abstimmung stellen. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 32 Nein, 2 Enthaltung, hat es jetzt keine Mehrheit gewonnen. Wo wir aber Rederecht gewährt haben, und das heute zu Beginn der Sitzung, ist für Frau Rita Kunert, und die ist da, und ich darf Sie bitten zu Ihrem Redebeitrag. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Gäste. Ich bin Rita Kunert von der Seebrücke Dresden und bedanke mich bei der Dissidentenfraktion für die Möglichkeit, heute zu dem Punkt, an dem Sie gemeinsam entscheiden, ob Dresden sicherer Hafen bleibt, kurz sprechen zu dürfen. Unsere Initiative eint Menschen, die den Standpunkt vertreten, dass alle Menschen ein Recht auf Leben in Frieden, Sicherheit und Würde am Ort ihrer Wahl haben. Dabei darf es nicht von Relevanz sein, wo sie geboren sind, was sie glauben und wie sie lieben. Argumente dazu haben wir in den letzten Jahren ausreichend ausgetauscht. Es gibt in unserem Land klare gesetzliche Regelungen dazu. Sie gehen manchen von ihnen zu weit, andere finden sie in Ordnung. Uns und auch vielen anderen Menschen gehen sie nicht weit genug. Es bleibt aber der Fakt, dass wir uns alle daran halten müssen und sie, egal ob sie uns passen oder nicht, umgesetzt werden. Auch wenn es für uns und unsere Unterstützerinnen ein langer Weg war, bevor sie vor reichlich 2 Jahren am 3.3.22 unsere Stadt zum sicheren Hafen werden lassen haben, sie haben sich damals mit ihrer Entscheidung die Bereitschaft erklärt, an der Erfüllung von 3 der vielen Forderungen, die an einen sicheren Hafen gestellt werden, zu arbeiten. Sie haben die Bereitschaft erklärt, sich solidarisch auch mit den Seenotretterinnen der Mission Lifeline zu zeigen,
Das ist ein verbaler Akt der Mitmenschlichkeit. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Sie haben die Bereitschaft erklärt, dass unsere Stadt, wenn die Notwendigkeit besteht, auch mehr Geflüchtete aufnimmt, als der Königsteiner Schlüssel vorschreibt. Am Ende macht die Zahl der Menschen, die wir laut dem Schlüssel unterbringen müssen, gerade mal 0,5% unserer Stadtbevölkerung aus. Und Hand aufs Herz, ist der andauernde Krieg in der Ukraine nicht eine solche Notwendigkeit, mehr Menschen aufzunehmen? Dieser Krieg ist gerade mal 2 Ländergrenzen von uns entfernt. Schlussendlich haben Sie die Bereitschaft erklärt, den Menschen, die bei uns Schutz suchen, ein menschenwürdiges Ankommen und Bleiben zu sichern. Gerade in diesem Punkt können Sie sich auf die Expertise und die Unterstützung vieler ehrenamtlich arbeitender Dresdnerinnen und Dresdner stützen. Und das wissen Sie ja auch. Wir stimmen Ihnen zu. Es braucht mehr Geld für die Kommunen. Es braucht mehr Unterstützung, um Migration gut zu gestalten. Und trotzdem brauchen wir gerade jetzt ein klares Statement für das Recht auf ein Leben in Sicherheit. Sie sollten sich bewusst sein, dass Sie mit diesem Antrag die Stimmung gegen die Menschen weiter anheizen, die sowieso schon schlecht dran sind. Aber wollen Sie wirklich nach unten treten oder wollen Sie mit nach konstruktiven Lösungen suchen und unsere Stadt lebenswert für alle zu machen? Es gibt nichts, was Sie, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, dazu zwingt, Ihren Beschluss rückgängig zu machen. Eine laute Minderheit, die aktuell immer wieder mit menschenverachtenden Parolen durch die Stadt zieht, Versammlungen von kommunalen Räten für sich vereinnahmt und Menschen, die nicht ihrer Meinung sind, verunsichert, kann doch nicht der Grund sein, Ihren eigenen Beschluss, dessen Umsetzung Dresden zu einer tatsächlich weltoffenen Stadt werden lässt, zurückzunehmen. Bleiben Sie bei Ihrem Beschluss. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir bauen in dem Punkt sehr auf Ihre Integrität. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. So, und damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Die Dissidentenfraktion würde starten. Herr Dr. Schulte-Besan. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Mich macht dieser Tagesordnungspunkt sehr traurig und betroffen. Macht mich traurig und betroffen, dass wir überhaupt darüber reden müssen. Es ist eine Deklaration, hat Dresden gemacht, sich zum sicheren Hafen zu erklären, hat sich sozusagen zur Menschlichkeit bekannt, hat gesagt, ja, wir tun für Menschen in Not, tun wir etwas. Und es gab damals schon den Vorwurf, es wäre eine rein symbolische Handlung. Ich würde mal sagen, es ist eine Deklaration, jegliche Deklaration ist zunächst einmal eine symbolische Handlung, die aber eine Richtung vorgibt und aus dieser Richtung entstehen dann konkrete Handlungen, so wie das bei anderen Deklarationen, die wir so gemacht haben, auch ist. Ja? Deswegen macht mich das sehr traurig, dass wir überhaupt heute darüber reden, dass wir uns wirklich tatsächlich, ich glaube, als erste größere Stadt zum unsicheren Hafen erklären. Als erste größere Stadt. Und das macht mich auf jeden Fall sehr traurig und die Frage ist, was ist es denn für eine symbolische Handlung, wenn man wirklich dann diese Deklaration wieder abwählt? Also das ist doch wirklich, auf die Idee muss man erstmal kommen. Ich möchte heute jetzt mich nicht aufregen, das hat dieses Thema nicht verdient, dass ich mich jetzt hier irgendwie ergehe oder jemanden beleidige oder beschimpfe. Ich bin einfach nur traurig. Und wir werden dann sehen, welche Wellen diese ganze Sache schlägt. Und ich würde einfach nur bitten, die CDU bitten, in irgendeiner Art wieder auf ihre christlichen Werte und auf ihre, ja, die Werte der Mitte zurückzukehren und nicht sozusagen hier mit dem rechteren Rand zusammen auch noch sozusagen das, ja, das leuchtende Bild Dresdens und das unserer Herzen weiter zu verdunkeln. Dankeschön.
Als nächstes AfD-Fraktion, Frau Dr. Schöps. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Frau Arnert, schön, dass die CDU sich jetzt auch für das Thema Rückführungen so sehr ausspricht. Rückführung kann man natürlich mit einem anderen Wort bezeichnen. Meine Parteifreunde wissen, was ich meine, aber das müssen wir jetzt nicht weiter thematisieren. Aber ich frage mich, sollte die CDU tatsächlich mittlerweile so etwas wie Einsicht zeigen? Als die Petition Sicherer Hafen nämlich am 3. März 2022 im Stadtrat, das war noch drüben in der Messe damals, behandelt wurde und punktweise abgestimmt wurde, war die CDU-Fraktion sichtlich überfordert. Im Redebeitrag signalisierte man zunächst Ablehnung, stellte sich aber dann während der Abstimmung bedingungslos hinter die Seenotrettungs-NGO Mission Lifeline, die Potsdamer Erklärung, städtesicherer Häfen und die Aufweichung des Königsteiner Schlüssels in Dresden. Und nur ein Jahr später, im Mai 2023, fiel dann auch bei der CDU endlich der Groschen. Zitat aus dem damaligen Antrag: Die Unterbringungskapazitäten für Asylbewerber in Dresden unserer Stadt sind erschöpft. Dass die Notlage der Stadt spätestens mit der militärischen Eskalation des Ukraine-Konflikts eingetreten ist, also mehr als ein Jahr zuvor, 2022, darauf wurde unsererseits immer deutlich hingewiesen. Die Neufassung Ihres Antrages, dann vom 15. September 2023, enthält jetzt allerhand Parlamentslyrik. Das Bekenntnis zum Grundgesetz, zum Völkerrecht, zur Genfer Flüchtlingskonvention, alles richtig, alles Selbstverständlichkeiten, aber dafür brauchen wir doch keinen extra Stadtratsbeschluss. Gerade die Genfer Flüchtlingskonvention wäre ja eine gute Basis für eine Reform des Asylrechts in Deutschland, aber das ist leider keine Angelegenheit der Kommunen und schon gar nicht von Dresden. Und Sie schreiben uns auf, was sowieso längst alle schon wissen, ich zitiere: Es fehlt dabei mehr als nur an Geld. Es mangelt an Wohnraum, Betreuungskapazitäten, Lehrkräften, Schulplätzen, sozialer Betreuung und behördlichen Kapazitäten. Und weiter: Der Stadtrat stellt fest, dass es unumgänglich ist, die Zahl der unserer Stadt zugewiesenen Migrationswilligen umgehend und deutlich zu reduzieren, um denen helfen zu können, die unsere Hilfe dringend benötigen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser wahrlich bahnbrechenden Erkenntnis. Nur wissen und sagen wir das schon spätestens seit 2015. Sie wissen ja, wer damals Bundeskanzlerin gewesen ist. Sie fordern in Ihrem Antrag, dass diejenigen Ausländer, die nicht bleibeberechtigt sind, zeitnah und konsequent aus unserem Land abzuschieben sind. Fragen Sie mal Ihren eigenen CDU-Innenminister, warum Sachsen immer noch so wenig abschiebt. Ihr Minister tut nämlich so, als wäre die CDU in Sachsen die letzten 33 Jahre in der Opposition und nicht in der Regierung gewesen. Und außerdem hätte es wohl niemals eine Bundeskanzlerin der CDU gegeben. Sie fordern auch die Bezahlkarte für Asylbewerber. Das haben wir ja gestern gemeinsam in einem sehr detaillierten Antrag unserer Fraktion beschlossen. Ein Beleg dafür, dass eine bürgerliche Mehrheit in diesem Stadtrat unsere Stadt bei wichtigen Sachthemen durchaus voranbringen kann. Und vor allem dann, wenn es um Lösungen für dringende Probleme geht, die eine Mehrheit der Bürger von der Politik bisher vergeblich einforderten. Meine Damen und Herren, CDU und Wohnung, das ist auch so ein Thema. Es wird nämlich sehr spannend, wie das programmatische Rennen zwischen Kreisverband der CDU und Stadtratsfraktion der CDU in Sachen Asylunterbringung ausgehen wird. Wir konnten in der Presse, in der DNN nachlesen, dass sich die Stadtratsfraktion für eine kostengünstige Unterbringung von Asylbewerbern in Leichtbauhallen und Großzelten ausgesprochen hat. Aber Bildungsbürgermeister und Verantwortlicher für das Kommunalwahlprogramm der CDU des Kreisverbandes, Jan Donhauser, hat auf diesem Parteitag gesagt, dass Asylbewerber in Wohnungen einzuquartieren seien, die wir natürlich nicht haben und die in der Regel dann auch sehr teuer sind. Der Beschluss Sicherer Hafen in Dresden war falsch, ein falsches Signal in die Welt. Falls für unsere Stadt richtig wäre, eine Asylwende für Dresden, für Sachsen, für Deutschland.
Und deshalb ist es richtig, diesen Beschluss aufzuheben. Wir werden deshalb dem CDU-Antrag zustimmen. Vielen Dank. Als nächste Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Mühle. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Menschen auf der Tribüne, liebe Menschen im Stream. Wir sind in den internationalen Wochen gegen Rassismus und mir geht es so ähnlich wie Herrn Schulte-Wissermann. Ich bin traurig und ich schäme mich fast, was für Anträge wir gestern und heute hier im Stadtrat behandeln müssen. Dresden ist sicherer Hafen. Und das soll auch so bleiben. Dass der Stadtrat am 3.3.2022 diesen Beschluss gefasst hat, war das Ergebnis einer Petition mit fast 5.000 Unterschriften, die auch breite Unterstützung von zahlreichen, ganz verschiedenen Institutionen hatte. Flüchtlings- und Willkommensinitiativen, aber auch Dresdner Hochschulen, der Forschungsallianz, dem Stadtverband des DGB und der Stiftung Frauenkirche und viele andere. Und diesen Beschluss hat auch nicht nur Dresden beschlossen, sondern auch Leipzig und alle anderen Landeshauptstädte außer Schwerin, dort in Mecklenburg-Vorpommern, aber Greifswald und Rostock. Es war eine Forderung und ein Erfolg der Zivilgesellschaft. Der Zivilgesellschaft, die gerade auch zahlreich auf der Straße unsere Demokratie verteidigt. Der Zivilgesellschaft, die auch Sie, CDU, zum Beispiel am 3. Februar zur Demonstration für unsere Demokratie aufgerufen haben. Und genau dieser Zivilgesellschaft schlagen Sie mit diesem Antrag ins Gesicht. Man kann sich nicht von der AfD distanzieren, dass Sie das nicht mehr tun, haben wir gesehen, und gleichzeitig Ihre Erzählung unterstützen. Wann verstehen Sie endlich die auch empirisch belegte Tatsache, dass das nur den faschistischen Demokratiefeinden und nicht Ihnen nutzt? Sie konnten es bei der Landtagswahl in Niedersachsen sehen. Der Sozialtourismus von Merz hat ihm dort nicht geholfen. Sie konnten es gerade bei der Rede sehen. Es nützt nichts, die AfD auch ihre Anträge immer noch zu ihren Gunsten auslegen und weiter verschärfen, und Sie normalisieren das. Dresden soll wachsen. Dresden braucht Arbeitskräfte. Dresden will TSMC bekommen. Dresden braucht Vielfalt. Und Sie setzen mutwillig ein Zeichen der Abschottung. Da wundert es mich auch nicht, dass Migration in Ihrem Wahlprogramm, in Ihrem Kommunalwahlprogramm genau zweimal vorkommt, einmal davon im Zusammenhang mit irregulär. Und in diesem Kontext steht auch Ihr Antrag. Sie möchten, dass der Stadtrat feststellt, dass die Anzahl der Geflüchteten zu reduzieren ist und meinen, das wäre mit einer fiktiven Trennung zwischen regulärer und irregulärer Migration möglich. Aber wer Asyl oder einen anderen Schutzstatus bekommt und wer unsere Hilfe benötigt, entscheidet sich für jeden Einzelfall nach einem rechtsstaatlichen Verfahren, auf das wir kommunal keinen Einfluss nehmen können. Kern des Antrags der CDU ist, dass Dresden nicht mehr Menschen aufnehmen soll, als unsere Stadt nach dem offiziellen Schlüssel zugewiesen werden. In der Petition damals war als Beispiel davon 10 bis 20 Menschen die Rede. Wenn das alle sicheren Hafenhäfen in Deutschland tun würden, käme eine erhebliche Zahl zusammen. Daneben enthielt der Beschluss aber viel mehr als das, was Sie jetzt alles mit rückgängig machen wollen. Es war eine Sie wollen den ganzen Beschluss rückgängig machen. Es war eine Solidaritätserklärung mit Netzwerken und Organisationen, die Menschen auf der Flucht und die hier ankommen, unterstützen, wie Mission Lifeline oder der Willkommen in Löbtau. Und dass die Stadt sich weiterhin und langfristig dafür engagiert, dass Menschen in die Stadtgesellschaft integriert werden und hier schnellstmöglich Arbeitsmöglichkeiten bekommen. Und es war auch ganz konkret Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine, finanziell und organisatorisch. Klar ist, wenn wir heute tragfähige Strukturen und Ressourcen schaffen, um auf zukünftige Fluchtbewegungen, und die werden kommen, gut reagieren, hilft das allen Menschen in der Stadt. Personell und räumlich gut ausgestattete Kitas, Schulen, Jobcenter machen sie auch leistungsfähiger für alle Menschen in Dresden. Auch für die, die im Weg der Arbeitszuwanderung hierher kommen. Ausreichend bezahlbare Wohnungen ist genauso ein wichtiger Faktor für die Standortqualität Dresdens. Und eine leistungsfähige, interkulturell und sprachlich vielfältig aufgestellte Verwaltung dient der ganzen Stadtgesellschaft. Der Antrag zur Rücknahme des Beschlusses zum sicheren Hafen ist eine populistische Forderung, die keines unserer kommunalen Probleme löst, sondern asylfeindlichen Positionen nach dem Mund redet. People of Color in Dresden werden so weiter gefährdet. Rassistische Angriffe in der Straßenbahn, faschistische Reden auf Dresdner Straßen, die weitere Radikalisierung der AfD und sonstiger extrem rechter und verfassungsfeindlicher Organisationen. Diese Entwicklung sollten wir nicht mit populistischen Beschlüssen weiter befeuern,
So gewinnt man keine Fachkräfte, so trägt man nicht zu einem Dresden bei, in dem sich alle Menschen sicher und willkommen fühlen. Das ist weder sozial noch liberal, wie Sie, CDU, in Ihrem Wahlprogramm behaupten, sondern reinster rechter Populismus. Sie schaden sich selbst, der Demokratie und den Menschen in Dresden. Wir stehen für Weltoffenheit, wir stehen für eine echte Willkommenskultur für alle Menschen. Wir lehnen diesen Antrag ab. Als nächstes Frau Dr. Geitsch für Fraktion Die Linke. Frau Bürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, ich kann mich sehr gern nur dem, was Frau Mühle und was vorher Frau Kunert gesagt hat, anschließen. Dem kann ich und möchte ich überhaupt nichts hinzufügen. Deshalb nutze ich meine Redezeit, Ihnen einige Gedanken von dem, was uns Frau Nicole mitteilen wollte, mitzuteilen. Sie wollte zu uns als Beauftragte für Migration und Integration der evangelisch-lutherischen Kirchenbezirke Dresdens sprechen. Und bei Kirchens, so sagt sie, ist die Sache Dresdner sicherer Hafen glasklar. Denn zum christlichen Auftrag gehört unmissverständlich Diakonia, der Dienst am Menschen, die Unterstützung der Bedürftigen im eigenen Land, aber auch die tätige Nächstenliebe unter den Armen der ganzen Welt. Diakonia, das ist angewandter Glaube, das sollte Ihnen, liebe CDU, doch zu denken geben. Christinnen und Christen beschenken in Dresden nicht nur eritreische oder ukrainische Christen mit ihrer Gastfreundschaft, indem sie die eigenen Kirchenräume mit ihren neuen teilen, sondern unterstützen Geflüchtete, egal welcher Religion oder Herkunft, beim Sprachenerwerb und geben Rat und Hilfe beim Zurechtfinden im Behörden- und Antragsdschungel. In besonderem Maße erlebt Frau Nicole Dresdner Christinnen und Christen als starke Stütze für Migrantinnenorganisationen und in den Willkommensbündnissen in Dresden. In einem dieser Willkommensbündnisse gehört Frau Nicole selbst seit Jahren an. Die sogenannten ABC-Tische des Umweltzentrums Dresden sind ein von der Stadt Dresden gefördertes, mehrfach ausgezeichnetes Projekt, das an 4 Tagen in der Woche im Albertinum und parallel im benachbarten Stadtmuseum stattfindet. In Erfahrung sowohl im direkten kirchgemeindlichen Umfeld als auch an den ABC-Tischen ist, wir, so Frau Nicole, Dresdnerinnen und Dresdner, sind unser Dresden ist tatsächlich ein sicherer Hafen für viele geflüchtete Menschen. Geflüchtete Menschen fühlen sich bei uns zumeist sicher und in ihren Grundbedürfnissen unterstützt. Liebe Stadträtinnen, Stadträte, liebe CDU, eine Mehrheit hat von uns vor 2 Jahren den Beschluss gefasst, Dresden in die Städte sicherer Hafen aufzunehmen. Die evangelische und, so viel Frau Nicole auch weiß, die katholische Kirche in Dresden haben das Anliegen der Initiatorinnen und Initiatoren des Städtebündnisses Sicherer Hafen und ihre Entscheidung hier im Stadtrat, also unsere Entscheidung im Stadtrat, dafür sehr begrüßt. Der Dresdner Stadtrat hat sich mit Menschen auf der Flucht solidarisch gezeigt, die zusätzlich zur Verteilungsquote nach Königsteiner Schlüssel bereit sind, Asylsuchenden in ihren Kommunen aufzunehmen, wenn es denn überhaupt erforderlich ist. Und die Dresdnerinnen und Dresdner, egal ob Christen oder Nichtchristen, haben unsere Entscheidung mitgetragen und wie in den Jahren 2015-16 afghanische und syrische Flüchtlinge, 2022 auch tausende ukrainische Geflüchtete willkommen geheißen und seither in beispielsweiser Art und Weise unterstützt. Diese Dresdnerinnen und Dresdner haben ihr Zeichen, haben ihr Bekenntnis zum Grundrecht auf Asyl für politisch Erfolgte und vom Krieg betroffene Geflüchtete verstanden und tragen ihre, also unsere Entscheidung im Stadtrat bis heute in großer Zahl mit. Dresden muss und kann ganz sicher einer der 321 sicheren Häfen in Deutschland und neben Leipzig einer von nur 2 sicheren Häfen in Sachsen bleiben, weil es zu keiner Zeit weniger sichere Häfen in Deutschland braucht, sondern die Zahl besser immer größer werden sollte.
Wir zeigen damit auch nicht nur unsere Solidarität mit geflüchteten Menschen, sondern auch mit gleichgesinnten Kommunen in ganz Deutschland. Die damit verbundenen Herausforderungen sind in allen Bereichen ohne Frage größer geworden. Dessen ist Frau Nicolls sich vollends bewusst. Denn die Probleme von Unterbringung und Wohnungssuche, Schul- und sozialer Betreuung liegen tagtäglich auch auf den ABC-Tischen im Albertinum und im Stadtmuseum oder stehen in Form von Kirchenasylgesuchen vor der Tür in der Subtur. Dennoch, Dresdner Initiativen wie Ihre, egal ob dezidiert kirchlich oder allgemein zivilgesellschaftlich, wünschen sich Ihre Unterstützung, unsere Unterstützung im Stadtrat. Ihre Stimme für den Verbleib im Bündnis ist das richtige Signal. Ein Ausscheiden hingegen sendet nicht nur das falsche Signal nach außen, sondern trifft auch die falschen Leute. Kommen Sie bitte zum Schluss. Seit dem 11. März laufen in Dresden wie jedes Jahr die internationalen Wochen gegen Rassismus. Und wir und Sie wollen heute aus dem Städtebündnis Sicherer Hafen austreten? Lassen Sie es bitte nicht dazu kommen, sondern lassen Sie uns in Dresden zu denen gehören, die nicht die Augen vor menschlicher Not verschließen, sondern gemeinsam mit anderen Städten für Menschenwürde und Nächstenliebe kämpfen. Auch wenn es anstrengend ist. Dankeschön. Als nächstes SPD-Fraktion, Herr Triefs. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es um den sicheren Hafen geht, dann spricht die CDU ja gern davon, dass das nur ein Symbol sei. Und wenn ich mir die momentane Situation angucke, dass wir im Moment keine Geflüchteten über den Königsteiner Schlüssel hinaus aufnehmen, dann mag es sogar richtig sein. Aber ich glaube trotzdem, dass dieser Beschluss wichtig war und dass es auch weiterhin wichtig ist, dass Dresden sicherer Hafen ist. Ich möchte als ein Beispiel da mal auf einen Artikel verweisen, der ist gestern bei Spiegel Online veröffentlicht worden, wo sächsische Unternehmer berichten, was die Menschenfeindlichkeit und Ausländerfeindlichkeit in Sachsen mit ihren Unternehmen und ihren Belegschaften macht. Und dass es nicht nur wichtig ist, Menschen zur Fachkräftegewinnung aus dem Ausland nach Deutschland zu holen, sondern auch hier eine Stimmung zu erzeugen, dass die Menschen das Gefühl haben, sie sind willkommen und dass sie hier bleiben. Und das ist das, was auch unser Ministerpräsident in diesem Land noch nicht verstanden hat. Es reicht eben nicht, nach Vietnam zu fahren, um dort Verträge abzuschließen, um Pflegekräfte nach Deutschland zu holen, sondern sie müssen auch hier auf ein Klima treffen, dass sie bleiben wollen und eben nicht nach 3 oder 6 Monaten oder 12 Monaten da nach NRW oder Bremen oder woanders hinzugehen. Und dann haben wir wieder das Problem hier. Die CDU schreibt in ihrem Antrag, es fehlt an Wohnraum, an Betreuungskapazitäten, an Lehrkräften, an Schulplätzen. Sicherlich nicht ganz falsch. Aber schuld daran sind doch nicht die Geflüchteten, die hierher kommen. Schuld daran sind 30 Jahre verfehlte CDU-Politik in Sachsen. Und statt jetzt zu sagen, wir haben es verstanden, und statt jetzt zu sagen, lasst uns gemeinsam gucken, wie wir diese Probleme lösen, wie wir uns diesen Herausforderungen stellen, stellt sich die CDU hin und sagt, Ausländer raus und alle Probleme sind gelöst. Das kann doch nur wirklich nicht die Lösung sein. Und ich meine, ein weiteres Beispiel dafür, dass die CDU in Sachsen ihre Politik der letzten 30 Jahre an dieser Stelle fortsetzt, ist Herr Vorjohann, unser Finanzminister, der entschieden hat, nachdem es die zusätzlichen Bundesmittel zur Unterstützung bei der Unterbringung und Betreuung der Geflüchteten gibt, die eben nicht an die Kommunen weiterzureichen, sondern die auf Landesebene zu behalten und den Landeshaushalt zu entlasten und dort, wo sie am dringendsten gebraucht werden, nämlich in den Kommunen, sie eben nicht hinzugeben, sondern die Kopfpauschale im sächsischen Gesetz so zu lassen, was an Mitteln bei den Kommunen ankommt. Spannend finde ich tatsächlich auch, dass Sie in Ihrem Antrag, und das haben Sie auch in Ihrer Rede nochmal betont, hier und heute von einer bundesweit einheitlichen Bezahlkarte für Geflüchtete sprechen. Gestern haben Sie aber mit Ihren blaubraunen Freunden das komplette Gegenteil beschlossen. Und damit haben Sie beschlossen, dass Dresden jetzt einen Sonderweg gehen soll, mit dem wir sinnlos Geld verschwenden, indem wir jetzt hier eine eigene Lösung schaffen, statt auf diese bundesweit einheitliche Bezahlkarte zu warten. Was wollen Sie denn nun? Und
Abschließend will ich auch noch mal, wie es die Kollegin Mühler auch schon getan hat, noch mal sehr klar darauf verweisen, was die CDU hier eigentlich alles aufheben will mit dem Beschluss. Weil in ihrem Antrag steht drin, sie heben diesen Beschluss auf und der bestand eben nicht nur aus dem Bekenntnis dazu, sicherer Hafen zu werden und mehr Menschen aufzunehmen, als nach Königsteiner Schlüssel verpflichtend ist, sondern da stand eben auch drin, dass wir NGOs aus unserer Stadt unterstützen, wie beispielsweise Mission Lifeline, die aktiv Menschen helfen, die flüchten müssen. Da stand drin, dass wir Netzwerke unterstützen und Netzwerkarbeit machen, um gegen tödliche Fluchtwege über das Mittelmeer vorzugehen. Da stand drin, dass wir uns als Stadt Dresden dabei engagieren, Fluchtursachen abzubauen, auch nochmal mit einem ganz expliziten Verweis auf die Städtepartnerschaft mit Brazzaville. Und da stand drin, dass wir unsere Bemühungen intensivieren, langfristige Integration zu organisieren und Menschen die Möglichkeit, die hier zugewandert sind, die Möglichkeit zu geben, einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu bekommen. Das alles sind Punkte, die Sie heute hier mit Ihrem Antrag aufheben wollen. Das machen wir nicht mit und deswegen lehnen wir Ihren Antrag ab. Als nächstes FDP-Fraktion, Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe es bei den Beschlüssen zur Finanzierung der Unterkünfte für Asylsuchende gesagt. Der Kollege Blödner hat es damals gesagt, als wir die Debatten zum sicheren Hafen haben. Diese ganzen Diskussionen um mehr oder weniger geflüchtete Asylsuchende sind unsinnig, die sind gefährlich. Denn es gibt Regeln, es gibt Regelungen, die sagen, welche Kommune, welche Gemeinde wie viel zugewiesen bekommen. Daraus entstehen Verpflichtungen. Den Verpflichtungen müssen wir uns stellen. Den haben wir uns ja auch in unseren Beschlüssen, die wir zur Finanzierung der Unterkünfte, zur Aufstellung, zur Errichtung der Containerdörfer oder auch der neuen Unterkunft im Dresdner Norden gemacht haben. Den haben wir uns auch gestellt. Und wir haben aber auch immer wieder betont, dass wir uns als Dresdner eben auch an diesen Verteilungsschlüssel halten müssen. Und Dresden schafft es ja jetzt bereits nur, mit relativ großen finanziellen Anstrengungen Wohnraum für alle Bedarfsgruppen zu bieten. Die Stadtverwaltung hat Mühe und Not, Unterbringung der zugewiesenen Asylbewerber sicherzustellen. Auch im Bereich Soziales fahren wir auf Volllast. Frau Kaufmann sagt das, Herr Kühn weist stets auf die Notunterkünfte hin, auf Hotels und Container. Und wir sehen auch, in der Gesellschaft sinkt die Akzeptanzgrenze. Und da ist es eigentlich sogar schon fast arrogant zu sagen, Dresden will mehr aufnehmen. Wo sollen wir sie denn unterbringen? Soll das Ganze irgendwann auf Massenunterkünfte hinauslaufen, auf Turnhallen, so wie es die CDU vor kurzem gefordert hat? Davor warne ich. Wir sind nach wie vor für eine dezentrale Unterbringung und lehnen eine punktuelle Intensivierung von Stadtteilen mit Asylunterkünften ab. Und mittlerweile steht das ja auch interessanterweise im Wahlprogramm der CDU, dass Sie Asylbewerber, ich zitiere, Asylbewerber und Flüchtlinge dezentral, stadtteilverträglich und über das Stadtgebiet verteilt untergebracht werden. Das klang vor ein paar Wochen noch ein bisschen anders. Aber schön, dass die Einsicht da ist. So, jetzt zu dem Antrag, der uns vorliegt, beziehungsweise zu dem Ersetzungsantrag. Genauso wie der ursprüngliche Antrag Dresdner Hafen ist auch vollgespickt mit Plattitüden. Wir halten uns an das Asylrecht. Natürlich halten wir das. Natürlich hält sich dieser Stadtrat, natürlich hält sich die Stadt Dresden an geltendes Recht. Was sollte sie denn auch sonst tun? Dann ist eine Formulierung drin, Berlin, mach mal. Ich vermisse da etwas die Aufforderung an den Freistaat, zum Beispiel nach einem gerechten Abrechnungssystem der Kosten, dass Städte wie Dresden eben nicht so benachteiligt, wie es jetzt der Fall ist. Oder dass der Freistaat das Fachkräfteeinwanderungsgesetz unterstützen soll. Ein Puzzlestück bei den Bestrebungen, Migration zu steuern und zu lenken. Der Ministerpräsident war bei uns in der Firma, hat sich angeschaut, wie vorbildlich wir unsere venezolanischen Mitarbeiter integrieren und hat eine Woche später dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz nicht zugestimmt. Entscheidend ist für uns allerdings, entscheidend ist aber jetzt für uns der Punkt 3. Entscheidend ist aber für uns der Punkt 3, wo der Antrag sagt, wir halten uns in Dresden an die Königsteiner Schlüssel und nehmen nicht mehr Geflüchtete auf, als uns zugewiesen werden. Und wir haben damals bei der punktweisen Abstimmung eben gesagt, wir stimmen dem Punkt, wir nehmen mehr auf, als im Königsteiner Schlüssel zugewiesen werden, nicht zu, aus gerade eben genannten Gründen. Deswegen werden wir heute diesem Antrag zustimmen, auch wenn wir nach wie vor der Meinung sind, dass diese Art von Anträgen, dass diese Art von Diskussionen eigentlich nicht sein müssen. Denn was werden Sie denn bewirken? Nach der Abstimmung jetzt gleich wird es entweder heißen,
Dresden ist kein sicherer Hafen mehr. Ich sehe die Headline schon vor mir. Oder aber Dresden bleibt sicherer Hafen. Noch. Oder großer Streit um Dresden, um sicheren Hafen Dresden. Und diese Headlines werden dann natürlich noch ein bisschen gepusht. Da gibt es dann sicherlich noch ein bisschen auf Social Media, ein bisschen Beef. Da wird da noch polemisiert. Und am Ende bekommen wir wieder eine Stärkung der Polarisierung der Gesellschaft. Wir bekommen Schmutzdebatten. Und ich kann Ihnen eins versprechen, egal wie die Abstimmung ausgeht, ich weiß ganz genau, irgendwo hier aus diesem Raum wird im nächsten Jahr, ich vermute mal so relativ kurz vor der Bundestagswahl, wieder irgendeine Fraktion mit irgend so einem Antrag kommen, der sagt, ja, wir nehmen mehr oder weniger auf. Oder irgendwelche anderen Dinge, die sich auf Landes- und Bundesgesetze beziehen, die wir hier in diesem Rat gar nicht lösen können. Deswegen lassen wir diese Debatten zukünftig bitte einfach sein und konzentrieren wir uns auf eine menschliche und auf eine effiziente und auf eine sinnvolle Erfüllung unserer kommunalen Pflichtaufgaben. Danke. Freie Wähler, freie Bürger, Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben es gestern schon in der Debatte gehört, unser Sozialstaat ist an den Grenzen seiner Leistungsfähigkeit angelangt. Das liegt nicht nur an der zu teuren Unterbringung von Asylbewerbern, es liegt auch an falschen Anreizen. Es gibt klare Regeln und an diese Regeln muss man sich halten. Und wenn wir uns an diese Regeln halten, halten wir uns auch an die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit. Meine Damen und Herren, Dresden ist ein sicherer Hafen. Und in jedem Hafen gibt es einen Hafenmeister. Und der Hafenmeister, der ist für die Sicherheit in genau seinem Hafen verantwortlich. Und er hat die Kapazität seines Hafens im Blick und er hat die Sicherheit seines Hafens im Blick. Und wir Stadträte in Dresden, wir haben die Kapazität und wir haben die Sicherheit unserer Landeshauptstadt im Blick. Und genauso wie der Hafenmeister die Grenzen der Leistungsfähigkeit seines Hafens anschaut, so schauen wir mit Verantwortung auf unsere Stadt. Und genau aus diesem Grund stimmen wir dem Antrag der CDU zu. Vielen Dank. So, damit ist die Fraktionsrunde beendet. Weitere Wortmeldungen, Herr Aschenbach. Der Pirat ist traurig, die Grünen schämen sich, die Partei ist zornig. Das Ansehen der Stadt steht auf dem Spiel, ich rede. Hallo CDU. Mit der Begründung, eine Stadt mit einer 500.000 Einwohnern sei nicht in der Lage, 2000 Flüchtende aufzunehmen, wollt ihr den Beschluss, Dresden sei sicherer Hafen, aufheben. Der sichere Hafen ist ein konsequenzloses Lippenbekenntnis. Praktische Folgen gibt es nicht. Er ist ein symbolischer Rülpser für ein bisschen Menschlichkeit. Für euch Jesus-Freak vielleicht verständlicher, ein Bekenntnis zur Nächstenliebe. Die FDGO-Fetischisten stehen mehr auf den ultimativen Number-One-Hit Artikel 1 GG. Deutschland den Deutschen, krächzt die CDU. Was kümmert uns Negerleid? Denn auch das ein identitätsstiftender Evergreen, Rassisten das Wort reden. Es stehen Wahlen an. Und wo sollten das Boot ist Vollrufe auch besser verfangen als in Pegida City? Aber ich will nicht ungerecht sein, auch wenn das Nazi-Aufmarschgebiet Dresden in puncto Ausländerfeindlichkeit immer ein rechtes Nasenspitzchen voransifft, ist dieser ganze abgefuckte rassistische, nationalistische Populismus doch längst nur noch schnöder Zeitgeist. Ist man sich doch auch auf Bundesebene einig, abschieben und abschotten. Gemein, da stiehlt die FDP seit Monaten dem CDU-Oberzampano Merz die Show als bürgerlicher Anti-Asyl-Frontmann. Wäre ja auch inkonsequent, nur die eigenen Armen zu bekämpfen. Die SPD ist sowieso bei jeder Schweinerei dabei und dass die rückgratlosen Grünen für jede moralisch schwierige Entscheidung zu haben sind, ist auch nichts Neues. Seenotrettung kriminalisieren, Asylrecht verschärfen, Außenlager einzäunen, Alltagsgeschäft. Als wäre sein Wettbewerb ein rassistisches Arschloch zu sein. Wahrlich, hier im Stadtrat beteuern sie rührselig das Gegenteil. Also zurück zu den einheimischen Widerwärtigkeiten, zurück zur Dresdner CDU, zurück zur Hauptstadt der konsensualen Unmenschlichkeit, zurück nach Dresden. In keiner Großstadt gibt es mehr Rassisten und weniger Gegenwehr. 5 Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte in 2 Wochen, der CDU gefällt das. Und das will sie hinauspisauen.
Dresden ist ein unsicherer Hafen. Recht haben Sie. In dieser unzivilisierten Dreckstadt will man dank euch kein Ausländer sein. Überhaupt alles Fremde wird hier bekämpft. Außer natürlich, man kann sich selbst daran erhöhen, wegen Geld, wegen Prestige, wegen Geld. Die CDU will ihre Inhumanität und die Barbarei in dieser Stadt amtlich machen. Wer wäre ich, dem zu widersprechen? Möge es der Welt eine Warnung sein, meidet diese verkommene Stadt. Dresden ist unsicherer Hafen. Nazi-Notstand forever. Fuck this village. Bravo, CDU. Meine Stimme habt ihr. Igitt. So, damit haben wir erstmal die Rednerliste beendet. Schlusswort gewünscht. Bitte schön, Frau Arnert. Und dann kommen wir zur Abstimmung. Zwei Punkte möchte ich nach der Debatte jetzt noch mal ganz kurz aufgreifen. Das eine ist der zu Recht angemerkte Hinweis, ja, in unserem Wahlprogramm, und da sind hier einige bei uns auch nicht ganz unbeteiligt dran gewesen, da steht mit gutem Grund drin, dass es Ziel ist, eine dezentrale Unterbringung, und zwar möglichst gut über die Stadtteile verteilt. Das stand im letzten Wahlprogramm ähnlich. Das ist das, was wir uns entsprechend vorstellen, und zwar genau da, wo es sinnvoll ist. Worüber sprechen wir jetzt hier im Stadtrat in der Regel? Wir sprechen nicht mehr über ein bestimmtes Kontingent, über Größen, die wir dezentral unterbringen können, sondern wir sprachen im letzten Jahr, und die Gefahr besteht ja weiterhin, Gefahr, oder Sie haben es vorhin formuliert, jedes Jahr aufs Neue, immer wieder neue Menschen, die zu uns kommen und über eine bestimmte Belastungsgrenze hinausgehen. Und genau da haben wir den Punkt. Bei dieser Grenze, wo es eben nicht mehr vernünftig ist, es unterzubringen, wo die Kosten explodieren, da ist für uns als Fraktion der Punkt zu sagen, hier müssen wir kurzfristig in größere, in andere Lösungen gehen. Also kein Widerspruch, sondern ein Zeichen dafür, dass wir tatsächlich an unseren Grenzen sind. Und eine Sache möchte ich auch nochmal aufgreifen, weil das immer wieder von der SPD hier so dargestellt wird. Ich bitte Sie dringend, mit Ihrer Landtagsfraktion sich mal ins Benehmen zu setzen. Die Mittel werden vollumfänglich ausgereicht, die vom Bund kommen. Und zwar in einer Größenordnung, dass mittlerweile auch das Land da sagt, sie bleiben sitzen auf Kosten. Es ist ein großer Unterschied in der Frage, ob bei uns in Dresden tatsächlich wir die Asylbewerber über die Mittel, die wir bekommen, die Mittel reichen. Nein, die reichen nicht, wenn ich mich recht entsinne. 67% Abdeckungsquote, den Rest zahlen wir hier. Also da bitte ich dringend mal nachzufragen und mit dieser Fehlinformation aufzuhören. Danke. So, damit ist die Debatte beendet. Ich würde jetzt nur noch Sachen zulassen, die zur Abstimmung regeln und sind. Ansonsten kommen wir jetzt in die Abstimmung. So, wir haben einen Ersetzungsantrag, den würde ich zunächst abstimmen. Wenn der eine Mehrheit hat, ist es durch. Wenn er keine Mehrheit hat, haben wir keinen federführenden Ausschussbericht, sondern würde ich dann über den Antrag abstimmen, nur damit wir die Verfahrensregeln vorher besprochen haben. Wer für den Ersetzungsantrag der CDU ist, müsste jetzt mit Ja stimmen. Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit ist der Ersetzungsantrag angenommen und damit der Tagesordnungspunkt beendet. Wir haben leicht überzogen unsere Freitagssitzungszeit. Ich schließe hiermit die Sitzung, wünsche einen angenehmen Nachhauseweg.